Ein weiterer sehr interessanter Fall ist der Fall einer Patientin, die etwa 30 Jahre lang an einer Fibromyalgie litt. Die Fibromyalgie zeichnet sich aus durch dauerhafte, chronifizierte Schmerzen. Wie der Begriff sagt, Fibromyalgie im Bindegewebe, in der Muskulatur, es muss auch im Nervensystem stattfinden, das ist sicherlich so. Die genaue Pathophysiologie ist allerdings bis heute leider nicht geklärt. Die Beschwerden haben vor über 30 Jahren angefangen. Es fing eigentlich an tatsächlich mit einem wurzelbehandelten Zahn. Und kurze Zeit später kam ein Mandelabzess dazu und dann haben die Probleme langsam aufgebaut, aber ich habe das nie in Zusammenhang gebracht. Ich bin dann zu vielen Ärzten gegangen, zu Orthopäden und Hausärzten und letztendlich war die Diagnose Fibromyalgie, aber eigentlich ist es eine Krankheit, die sich nur beschreiben lässt, aber sich nicht diagnostizieren lässt. Gut, damit habe ich relativ lange leben gelernt, muss ich sagen. Ich habe mich schon damit irgendwo arrangiert, mit viel Sport, mit vielen Dingen, die es besser gemacht haben. Die Patientin machte vollkommen richtigerweise Sport, Intensivsport, viel Sport, Bewegung, alles richtig. Sie stellte ihre Ernährung um auf entzündungsarme Kost, auf basische Ernährung. Das ist alles richtig und sehr vernünftig. Und entschloss sich, weil sich das Bild dann doch nur sehr eingeschränkt verbesserte, zur Apherese. Der Körper hat wieder eine ganz neue Elastizität. Man merkt das beim Laufen. Es federt alles mehr, es geht alles mehr. Ich laufe hauptsächlich auf unbefestigten Wegen. Aber es ist so, als wenn man wieder Stoßdämpfer bekommen hat. Es ist alles ganz weich und federnd. Und das ist halt auch geblieben und dann muss ich auch sagen, tatsächlich die Fitness hat sich deutlich gesteigert. Also mit weniger Anstrengung bin ich in der Lage mehr zu laufen, also ich laufe bis zum Halbmarathon. Man ist wieder total entspannt, man schläft auch ganz anders. Das ist sehr auffällig, das hat sich dann aber auch in der Folge fortgesetzt. Dann war es fast ein euphorisches Gefühl, wenn man schlafen gegangen ist, weil es halt so ein entspanntes Schlafen ist nach langer Zeit. Es zeigte sich nach der Apherese eine annähernde Schmerzfreiheit. Die Patientin konnte sich normal wieder im Alltag bewegen, hatte ihren normalen Alltag zurückgewonnen. Das Bild verschlechterte sich allerdings wieder etwas. Nach und nach, allmählich langsam, über die Zeit hinweg. Nicht auf das gleiche Maß wie zuvor. Sie war deutlich schmerzfreier als am Ausgangspunkt, allerdings so weit eingeschränkt, dass sie sich noch einmal zur Apherese entschloss. Dann ist es aber tatsächlich so, was auch beschrieben ist, nach einer gewissen Zeit ist es wieder so ein bisschen nachgetropft. Ja, man ist dann aber auch bereit tatsächlich zu sagen, okay, ich mache noch eine Inuspherese, weil man es einmal erlebt hat. So, und es ist tatsächlich so, dass so viel im Körper wohl sich angehäuft hat an problematischen Stoffen, die da irgendwie raus müssen. Der Pathomechanismus, also der Mechanismus, wie diese Krankheit entsteht, ist bislang ungeklärt. Warum die Apherese in diesem Falle geholfen hat, lässt sich am ehesten erklären mit einer Vielzahl von Entzündungsmediatoren, die wir herausgewaschen haben, mit autoimmunen Prozessen, die bislang leider nicht genau geklärt sind, und lässt sich auch erklären mit dem Herauswaschen diverser unterschiedlicher Umweltgifte. Die häufigsten Umweltgifte, die klinisch eine Rolle spielen, sind die Pestizide, sind die Lösungsmittel, sind toxische Schwermetalle und sind Kunststoffe und Kunststoffweichmacher natürlich. Das spielt unserer Erfahrung nach die größte klinische Rolle und wird vermutlich in diesem Fall auch eine maßgebliche Rolle gespielt haben. Es ist eine ganz andere Lebensqualität da. Stehe ich heute ganz anders im Leben. Und dann gibt es noch viele nette Begleiterscheinungen. Ich habe eigentlich seit ewigen Zeiten einen Besenreißer gehabt am Bein. Das ist halt, das ist halt fast unglaublich. Man guckt auf die Beine und diese Besenreißer, die da seit ewigen Jahren sind, die sind auf einmal weg. Und das Hautbild hat sich verfeinert. Also irgendwie merkt man indirekt tatsächlich, dass da ganz viel im Körper passiert, dass der Körper entlastet wurde. Und das ist schon ein Verfahren, was wirklich vielen Menschen, glaube ich, wirklich weiterhelfen kann, die auch etwas hoffnungslos sind,
Und da muss man einfach mal den Mut haben, das zu machen. Und ja. Es zeigte sich, dass mit den beiden Apheresen der Patientin maßgeblich geholfen werden konnte. Die Entzündungsmediatoren, Entzündungsfaktoren müssen eine entscheidende Rolle spielen. Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch die Umweltgifte, von der wir diese Patientin zum Glück entlasten konnten. Wir sind sehr froh, wir sind sehr dankbar, dass das hier in diesem Falle so gut gelungen ist und arbeiten weiter an dem Verstehen dieser Erkrankung.